Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Dienstag haben wir endgültig Bilanz gezogen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Ein Jahr, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Ein Jahr mit großen Herausforderungen, die wir, ja die Sie, mutig angegangen sind. Wir haben unsere Patienten, genauso wie unsere Kunden, in dieser globalen Pandemie gut versorgt. Wir sind unserer Verantwortung gerecht geworden. Und das ist das Wichtigste. Und dafür danke ich Ihnen allen auch nochmals ganz herzlich. Auch wirtschaftlich haben wir uns letztlich ganz gut geschlagen. Wir hatten in vielen Bereichen erhebliche Einschränkungen durch die Pandemie, für die wir nur zum Teil einen Ausgleich erhalten haben. Trotzdem konnten wir den Umsatz erneut, wenn auch nur leicht, steigern. Unser Gewinn allerdings, der ging erstmals seit vielen Jahren zurück. Und somit ist klar, das war kein Jahr dynamischen Wachstums, nicht so, wie man es von uns gewohnt ist und auch nicht so, wie wir es noch zu Beginn letzten Jahres erwartet hatten. Und die Herausforderungen, die halten an. Corona-bedingt fehlen uns Patienten und deshalb auch Nachfrage nach vielen unserer Produkte. Ich gehe davon aus, dass wir noch bis mindestens Mitte des Jahres mit deutlichen Einschränkungen durch Corona rechnen müssen. Und wie schnell und wie deutlich sich die Lage dann entspannt, das hängt nicht zuletzt vom Fortschritt bei den Impfungen in unseren wichtigsten Märkten ab. Darauf müssen wir reagieren. Im Fresenius-Vorstand haben wir deshalb beschlossen, eine Initiative zur Steigerung unserer Effizienz zu starten. Ja, um wieder profitabler zu werden. Das betrifft sämtliche Unternehmensbereiche und erstreckt sich über die nächsten Jahre. Und ja, das heißt unter anderem, Kosten zu senken. Wir werden das aber ganz sicher nicht mit der sprichwörtlichen Machete machen, sondern mit Vernunft und Umsicht, so wie man das von uns kennt. Für Details ist es heute noch zu früh. Das Ziel ist definiert, noch nicht der konkrete Weg. Vieles müssen wir erst noch erarbeiten und in den Gremien beraten. Im Wesentlichen wird es darum gehen, unsere bestehenden Strukturen und Geschäftsmodelle anzuschauen. Ist alles sinnvoll, was wir so machen und wie wir es machen? Was machen wir womöglich doppelt oder sogar dreifach? Wo lassen sich durch bessere Zusammenarbeit Synergien heben? Ich will dabei nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht sogar von einzelnen kleineren Teilen unseres Portfolios trennen oder von einzelnen Standorten. Das ist aber weder sicher, noch ist es der Schwerpunkt. Es geht nicht um eine Verschlankung, der Verschlankung will. Es geht um mehr Effizienz, um eine größere Schlagkraft. Wir wollen Mittel freisetzen, um damit andere, wichtigere Dinge machen zu können. Dinge, die uns helfen, unser Geschäft weiter auszubauen, weiter zu wachsen. Wir wollen den Wandel gestalten und nicht von ihm getrieben werden. Wachstum ist wichtig, Wirtschaftlichkeit ist wichtig, wenn wir weiterhin wettbewerbsfähig bleiben wollen. Wenn wir weiterhin unserem Anspruch gerecht werden wollen, immer bessere Medizin für immer mehr Menschen. Dafür wollen wir jetzt die Weichen stellen. Jetzt, da wir es können, aber noch nicht müssen. Ich bitte Sie, lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft unseres Unternehmens arbeiten. An einer Zukunft, die weiterhin sehr gut aussieht. Mit großen Herausforderungen, keine Frage. Die wir aber bewältigen können, wenn wir klug
und beherzt handeln. Und dann eben auch mit vielen Chancen auf weiteren nachhaltigen Erfolg. Ich schaue mit großer Zuversicht in diese Zukunft. Tun Sie das bitte auch und arbeiten Sie bitte weiter daran, dass unser Fresenius auf Wachstumskurs bleibt. Vielen Dank.